전군 종치를 사회주의 기본 종치 방식으로 정립하시고 사회의 여러 계급 계층 집단들 중에서 혁명성과 조직성, 전투력이 가장 강한 군대를 혁명의 주력군으로 내세우신 데 대해서 전했습니다. Liebe Schweizerfreunde, das freut mich welts mega mässig, dass ich Besuch habe von unserer Schwosspartei, der SP. Der Christian Löwra und Susanne Lüttenegger Oberholzer haben halt gesehen, dass die kapitalistische Marktwirtschaft unserer kommunistischen Planwirtschaft das Wasser nicht reichen kann. Und darum wollen sie es jetzt in der Schweiz so einführen. Wir wollen natürlich nicht. Christian, in unserem Land, hier ist es üblich, dass man den Gastgeber ausreden, gell? Die beiden wollen jetzt endlich die Überwindung von Sozialdemokratie in ihr Parteiprogramm aufnehmen und wollen auch näher zum Volk. Und das alles nur wegen Donald. Moment, das stimmt so nicht. Sie interpretieren unseren Besuch völlig falsch. Ganz genau. Das Wort hat Susanne. Das ist eine kleine Aufmüpfige, das gefällt mir. Sie mahnt mich an meine Lehrer seinerzeit in der Schule in Bern. Wir sind hier auf einer Studienreise zum Alternativen zur menschenverachtenden neoliberalen Marktwirtschaft zu studieren. Und auch Grund und Boden als Gemeingut interessiert uns. Aber hier in Nordkorea haben wir keine Grundbesitzer. Es gehört alles mir, auch die Häuser, Susanne. Seid ihr an einer Zweitwohnung zu Pyongyang interessiert? Nein, danke. Ich lohne mich nicht kaufen. Sie haben übrigens... Ich müsste dann noch betonen, Christian, dass Christian, kann ich vielleicht jetzt einmal ausreden? Sie haben ein Defizit in Sachen Wirtschaftsdemokratie und vor allem in Sachen Frauenrecht. Nein, ich habe darum den Männern kein Recht gegeben, damit sie den Frauen gleichgestellt sind. Und Wirtschaftsdemokratie haben wir nicht. Wir haben gar keine Wirtschaft. Wir haben einfach Leute, die arbeiten und Sachen herstellen, die ich nachher besichtigen kann. Halt einfach Kommunismus, weisst du? Christian. Kann ich rausgehen? Aufs WC? Nein, aus dem Land. Was meinst du? Willst du noch oder soll ich ihn hier behalten? Jetzt hören Sie endlich mal auf mit dem Macho-Gehabe und langen Sie mich nicht an. Ein anderer würde ich für das verschiessen. Aber ihr armen Hagler müsst ja jetzt wieder zurück in eure neoliberale Wirtschaftsdiktatur. Und darum sagen wir drei jetzt... Goodbye aus Pyongyang.